Hi, hier ist der Schuh von Curve und in meiner Hand seht ihr zum einen das HTC One M8 mit Android-Betriebssystem drauf und ein iPhone 6 Plus, mein privates. Was macht man jetzt eigentlich, wenn man passionierter Autofahrer ist und beide Systeme mehr oder weniger in sein In-Car-System integrieren möchte? Da gibt es kaum Lösungen. Es gibt aber eine Lösung, die ist am Markt und die kommt von einem Dritthersteller. Und das ist nämlich Pioneer, die uns für Testzwecke mal dieses Auto zur Verfügung gestellt haben, den Hyundai Veloster. Und da steckt ein System drin, das nennt sich sehr kryptisch SPHDA120 App Radio 4. Und schauen wir uns jetzt mal genau an, wie es mit Mirrorlink und CarPlay halt funktioniert. So, jetzt bin ich im Auto drin, in den Hyundai Veloster, und wir wollen euch mal kurz CarPlay demonstrieren anhand des App-Radios SPHDA120. Ich muss das jetzt dazu erwähnen, weil ich das hier aufgeschrieben habe. Ich kann mir diese ganzen Zahlen einfach nicht merken. Und José hat mich dazu gebeten, dass ich mal einfach sage, das ist nicht meine natürliche Hautfarbe. Die Lampe steht nämlich dort schräg hinter mir und deshalb ist es eben mal so. So, jetzt. Radio ist an, Zündung ist an und jetzt stecke ich einfach das Lightning-Kabel mal hier rein und bete, dass dann CarPlay auch kommt. Und es kommt. CarPlay ist aktiviert. Einfach einstecken und schon ist das Telefon per Kabel mit dem Pioneer-Gerät verbunden. Und ich könnte jetzt einfach hier zum Beispiel Spotify mal anmachen, weil ich nicht das klassische Radio mag, sondern meine ganzen Spotify-Radiosender eben halt möchte. Und dann kann ich hier hingehen, empfohlene Radiosender, weil ich jetzt gerade nicht weiß, worauf ich Lust habe, und nehme mal Calvin Harris. Das geht jetzt natürlich alles nicht über die Radioantenne, sondern über die LTE-Verbindung von meinem Smartphone. Es wird also gestreamt auf das Telefon drauf und über Lightning-Kabel dann in das Radio hinein. Das bedeutet natürlich, wenn ihr keinen Empfang habt, dann gibt es da natürlich auch nichts zu hören. Ja? Gehen wir mal wieder hier raus. Stopp. Weitere Funktionen gibt es hier natürlich auch noch, das habt ihr ja gesehen. Alle, sag ich mal, CarPlay-kompatible Apps werden natürlich hier angezeigt und ich könnte jetzt zum Beispiel auch in die Kartennavigation hineingehen. Ich hatte ihn vorhin gebeten, dass er mich mal eine Pizzeria raussucht. Und das ist eben halt die Navigation. Das ist die Apple-Navigation. Man kann hier hineinzoomen, wie man will. Oder auch die 3D-Ansicht, wobei die 3D-Ansicht ist hier nicht so prall, muss man ehrlich mal zugeben. Und hier gibt es noch diverse andere Sachen, wie zum Beispiel meine eigene Musik, die ich dann natürlich ohne LTE-Verbindung, ich kann hier natürlich hineingehen und, sag ich mal, alles, was ich mir hier auf dem iPhone drauf habe, auch anhören. Und man könnte natürlich jetzt auch hingehen und sagen, hey Siri! Moin! Ab und zu hakt das noch ein bisschen, das liegt aber nicht an dem Pioneer-Gerät, sondern einfach an meinem iPhone, der ein bisschen rumzickt. Navigiere mich zum Altona Bahnhof. Ich habe einige Orte mit dem Namen Altona gefunden. Sie scheinen ganz in der Nähe von dir zu liegen. Das geht also, Sprachkommandos reingeben mit Hilfe von Siri. Und dann auch die Navigation dann eben halt starten, indem ich hier einfach das Ziel aussuche. Und so sieht das eben halt dann mal aus. Ich könnte das hier auch noch kurz mal, naja, der berechnet gerade noch die Route. Wenn ich jetzt auf Start drücke, sollte es eben halt losgehen. Zoom dran. Ich könnte jetzt dann hier das natürlich auf Vollbild. Wenn mich das stört, kann ich hier auch nochmal drauf drücken. Wegführung wird ausgeblendet und ich sehe dann nur Vollbild, mehr oder weniger die komplette Karte. Und er leitet mich dann dort zu dem jeweiligen Punkt. So, die Musik stört mich ein bisschen. Ich mache das wieder aus. Und ich könnte jetzt auch Nachrichten versenden an Kai Stüven. An wen soll ich sie senden? Ich war miss zu schnell. Kai Stüven! Okay, was möchtest du Kai Stüven sagen? Darf ich das Auto behalten? Deine Nachricht an Kai Stüven lautet: Dafür das Auto behalten. Soll ich sie senden? Ja. Okay, ich habe die Nachricht abgeschickt. Um euch das zu demonstrieren, hier sieht man dann auch, dass die SMS rausgegangen ist
Und der Kai müsste das jetzt auch auf sein Handy eben halt bekommen. Das ist natürlich jetzt alles ausgelegt, damit man seine Hände am Lenkrad behält und nicht wegbewegt, so dass man da eben halt sehr gut eben halt die ganzen Funktionen steuern kann. CarPlay ist aber nur eine der unterstützten Systeme hier im Honda, Hyundai Veloster mit dem Pioneer SPHDA 120 App Radio 4. Mittlerweile kann ich das jetzt auch auswendig. Man kann auch hier natürlich nebenbei, wenn man jetzt hier, sage ich mal, die ganzen, und jetzt kommt eine Message sogar rein vom Kai, und ich könnte mir sie eigentlich rein theoretisch auch vorlesen lassen. Manchmal funktioniert... Deine Nachricht an Kai Steven lautet, dafür das Auto behalten. Das war meine ausgehende Nachricht. Nein, das wollen wir nicht. Gut, brechen wir einfach ab. Aber man sieht schon, man bekommt eine Nachricht rein und man könnte sie sich rein theoretisch auch vorlesen lassen. CarPlay ist nur eine der unterstützten Systeme da. Und da habe ich ja vorhin, sag ich mal, wurde ich von Kai mit seiner SMS halt unterbrochen. Es gibt aber noch ein anderes System, was hier auch noch unterstützt wird. Und das ist dann das andere Ökosystem, je nachdem, wenn das Gerät das eben halt unterstützt. Das HTC unterstützt Mirrorlink. Das bedeutet, man kann auch ein Android-Smartphone hier anschließen und dann die Funktionen eures Android-Smartphones auch weiter nutzen. Das schauen wir uns gleich an, sobald wir das eben halt angeschlossen haben. Dazu müssen wir erstmal das CarPlay oder besser mein iPhone abnabeln und dann ranstecken. Also bis gleich. So, das zweite Ökosystem ist ja natürlich Android. Nicht viele Smartphones oder besser gesagt, es gibt nur eine Auswahl an Smartphones, die Mirrorlink unterstützen. Dazu gehört auch das HTC One M8 und auch diverse Sonys. Bei Samsung bin ich mir nicht sicher, aber das könnt ihr dann im Artikel nochmal nachlesen, ob das eben halt so stimmt. Oder ihr informiert uns, wenn das eben halt auch noch Mirrorlink unterstützt, die Samsung-Geräte, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare reinposten. Und so sieht das eben halt aus, wenn dann Mirrorlink-fähiges Smartphone per USB-Kabel mit dem Pioneer SPHDA 120 App Radio 4 angeschlossen ist. Es ist also komplett gespiegelt. Man sieht, das ist die K-Navigation oder die K-Oberfläche vom HTC One M8 und hier sieht man das dann gespiegelt auf dem Display des Pioneer-Gerätes. Und ich könnte jetzt hier hingehen und die Navigation auslösen, dann springt das eben halt um und es ist immer ein Klon des Bildschirms des Android-Smartphones. Ich könnte jetzt hier auf Google Maps gehen und dann sollte er gleich die Navigation starten. Das ist ein kleiner Nachteil vom Mirrorlink. Er zickt manchmal ein bisschen rum oder nimmt die Eingabe nicht richtig an. Jetzt ist es da und das Schöne daran ist, man bekommt hier natürlich auch die ganzen Traffic-Informationen von Google Maps. Und ich könnte hier auch ein bisschen reinzoomen. Ihr merkt das an dem Bild, es kommt hier ein bisschen verzögert eben halt an. Und könnte dann einen Navigationspunkt eingeben und das hier per Tastendruck dann eben halt eingeben. Natürlich stehen noch weitere Funktionen eben halt zur Verfügung. Ups, jetzt bin ich da eben halt falsch reingegangen. So, zurück auf Home und dort wieder hinein. So, das kommt weg. Und ich springe mal wieder auf die Home-Taste. Es ist nicht sehr treffsicher. So. Meine Finger sind ein bisschen wurstig, glaube ich. Ich könnte hier telefonieren oder auch Musik eben halt hören. Das ist nur eine Sprachdatei, da das im Redaktionsgerät ist, die hier abgespeichert wurde. Und ich könnte das abspielen. Ihr merkt schon, es ist nicht sehr flüssig. Aber das ist, weil das eben halt ein Mirrorlink ist und dieses Bildschirm Informationen über das USB-Kabel rüber zum Pioneer-Gerät transportiert wird. Alles andere funktioniert. Ich könnte auch hingehen und einfach hier das starten, am Telefon. Das geht auch. Das geht sogar wesentlich schneller, als wenn man das von da aus bedient. Und ich könnte hier auch wieder zurückgehen und die Navigation zum Beispiel hier eintippen. Dann wird das eben halt auch viel schneller und flüssiger funktionieren. Das ist aber natürlich Mirrorlink. Es ist noch nicht Google Car. Google Car würde dann wahrscheinlich anders funktionieren, aber auch mit einem Kabel dem halt drin. Und das ist dann hier die Adresseeingabe. Könnte ich dann zum Beispiel bequemerweise am Telefon machen, wenn ich zu ungeduldig bin. So, das ist so mehr oder weniger gesagt die Mirrorlink-Funktion. Was das Ganze soll, oder besser gesagt, wo diese Vorteile von diesem Pioneer-System ist, das ist hier mal zwei Systeme in einem vereint. Ich kann also, wenn ich einmal ein iPhone
gekauft habe, oder ich bleibe einfach beim Android-Smartphone erstmal und sage dann so, mir gefällt das nicht mehr, ich möchte jetzt in ein anderes Ökosystem wechseln, wie zum Beispiel CarPlay und iOS, dann kann ich mir ein anderes Smartphone kaufen und das trotzdem weiterhin in diesem Auto verwenden. Natürlich kann ich die normalen Funktionen, sagen wir mal telefonieren, handsfree telefonieren, auch per Bluetooth machen. Das unterstützt das Gerät ja auch noch. Das bedeutet, ihr habt also mehr oder weniger gesagt, alle Ökosysteme abgedeckt. Windows Phone zum Beispiel einfach per Bluetooth koppeln, dann habt ihr natürlich keine App-Radio-Funktion mehr, aber könnt zumindest damit telefonieren und die wichtigsten Sachen dann per Sprache dann eben halt nutzen. Dieses Gerät ist, sage ich mal, den ganzen Autoindustrie weit voraus, denn Mercedes, wer da noch, Ferrari und so weiter und so fort, Volvo glaube ich auch mit dem XC90, die kommen alle erst 2015 heraus und werden das dann in ihre Systeme rein implementieren. CarPlay, Mirrorlink ist schon bei Volkswagen schon mit drin, aber da müsst ihr euch einfach vorstellen, dass man sagt, okay, ich kaufe mir ein Auto, bin aber auf ein System festgelegt, als Dritthersteller wie Pioneer, die kann man dann halt nachrüsten und das Gerät kostet dann so unter 500 Euro kostet es. Es ist aber schon so nachgefragt, dass es schon mittlerweile eben halt komplett ausverkauft ist. Das war's zu dem kleinen Mirrorlink und CarPlay-Demonstration. Mein Fazit ist eigentlich, dass Mirrorlink, ihr habt selbst gesehen, noch ein bisschen choppy läuft mit dem System hier und CarPlay eigentlich das wesentlich bessere System anscheinend jetzt gerade eben halt ist. Das ist nun mal eine Momentaufnahme. Es kann natürlich sein, dass es sich alles noch ein bisschen weiter verbessern wird. Und alle weiteren Informationen zu diesem kleinen Pioneer-Gerät erfahrt ihr natürlich nicht auf der Test-Webseite, sondern bei uns auf curve.de. Damit verabschiede ich mich und bleibt einfach uns treu und folgt uns auf den ganzen sozialen Netzwerken, auf Facebook, Google Plus und Twitter. Mein Name ist Schuh und wir sehen uns sicherlich bald wieder mit weiteren Videos hier auf curve.de.